Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Mein Name ist Just Dex. Ihr könnt mich auch ruhig Dex nennen, für die, die mich noch nicht kennen. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute ein neues Spiel und zwar Myth of Empires. Heute erschienen im Early Access. Ich hatte dieses Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ein guter Freund von mir hat mir dieses Spiel heute Morgen empfohlen. Ich soll da mal reingucken, auch direkt ein Video dazu angeschaut. Und ja, was soll ich sagen? Ich war direkt gehypt. Ich wollte dieses Spiel unbedingt zocken. Wenn ihr es aktuell kauft, kriegt ihr sogar bei Steam 10% Rabatt. Ja, keine Werbung oder so, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich könnte jetzt versuchen anzufangen, um was es in diesem Spiel geht, aber das ist eigentlich zu schwer. Es hat so viele Spielinhalte. Es hat, ja, es ist teilweise vergleichbar mit Ark Atlas. Man kann Kämpfe, also man muss irgendwie überleben, eine Base bauen, sich komplett aufbauen, sich am besten noch mit anderen Spielern zusammentun, Kriege führen, keine Ahnung was. Es hat so viele krasse Spielinhalte. Die Frage ist, kriegt das Spiel es auf die Reihe, diese ganzen Inhalte zu vereinen, zu kombinieren und das sinnvoll umzusetzen? Wir werden sehen, Leute. Wir starten einfach mal jetzt hier offiziell das Spielserver. Wir könnten auch einen eigenen Spielserver erstellen, aber ich habe gedacht, so für das erste Mal jetzt machen wir hier einfach mal den Standard-Server. Wir haben auch die Wahl zwischen PvE und PvP. Ich denke mal, man kann auch so ein bisschen hin und her reisen zwischen Grids, ähnlich wie bei Atlas und so, dass man dann irgendwann im PvP drin ist und sowas. Aber ich lasse mich jetzt für die erste Folge erstmal mitreißen. Also ich gehe jetzt schon mal schwer davon aus, dass da mehrere Folgen erscheinen werden und es nicht nur angezockt wird. Aber wir werden uns jetzt erstmal reinfuchsen. Zusammen. So. Obligatorisch Charakter erstellt. Ich habe schon mal Testcharakter gemacht, nur mal kurz da die Einstellung auf die Reihe zu bekommen. So, jetzt können wir uns hier erstmal. Ah, das ist der Kopf. Ah, wir können uns also den Charakter komplett selbst erstellen. Ja, das ist eigentlich nice. Wenn wir mal zufällig. Alter! Yo, das ist mein Charakter. Okay, den würde ich sogar echt feiern, Leute, muss ich sagen. Aber wir gucken nochmal weiter. Okay, der sieht jetzt krass unmotiviert aus. Der sieht so allgemein eigentlich cool, aber ein bisschen zu alt. Dreck. Ah, wir können sogar den Dreck einstellen. Muskeln. Machen wir den ein bisschen muskulöser. Fett. Ja gut, man kann den nicht ganz klein machen. Also PvP-mäßig habe ich mittlerweile so ein bisschen gelernt, man sollte eher kleine Charaktere wählen, damit man ja nicht in das Spielfeld so krass auffällt. Ah no! Oh no! Shit! Jetzt habe ich meinen Zufallscharakter, der mir gefallen hat. Alter, was war das für ein Brocken? Jetzt habe ich den weggemacht aus Versehen. Ich klick mich mal durch. Ich bin jetzt ehrlich gesagt zu faul, mir hier jetzt einen kompletten Charakter selbst zu erstellen. Und es ist eigentlich ganz lustig immer, wenn man hier so manche sieht. Ah, er hat so ein komisches Tattoo. Ja, das sieht auch scheiße aus. Wer lässt sich bitte so ein Scheiß in die Fresse tätowieren? Das sieht doch mal hammerdämlich aus. Jetzt mal ehrlich, Leute, oder? Also, es kann jeder mit seinem Körper machen, was er will, aber ich bin halt generell kein Fan von irgendwelchen Gesichts- oder Kopftattoos. Alter, was sind das für Lippen? Man kann es auch übertreiben, Bro. So, der? Ach, Mann, komm, gib mir einen coolen Charakter. Irgendwas, mit dem ich arbeiten kann. Warum kriege ich nur so viele Fette? Okay, das hat schon wieder was Nices. Auch so die Frisur. Hier ein bisschen dreckiger machen. Ein bisschen mehr Muskeln. Die Höhe machen wir klein.
Hautfarbe, ja, machen wir so. Hier können wir ja noch so viel anderes. Die Frisur, was ist das hier? Tattoos, oder? Was ist das? Stimme. Männliche Stimme, Angriff, Folgen. Ja gut, das ist scheißegal. Was haben wir hier? Oh no! Jetzt habe ich mir wieder den Charakter gelöscht. Alter, die erste Folge komplett Charaktererstellung, oder? Wie sieht's aus? Nee. Ah, dazu muss man sagen, das Spiel ist so ein bisschen im Baustil und so generell so ein bisschen auf dieses mittelalterliche Japan oder sowas ausgelegt. Deswegen sind die Tattoos auch so in der Richtung. Was ich gar nicht schlecht finde. Also ich bin ja eh so ein Fan der fernöstlichen, wie sagt man, nicht Materie, keine Ahnung. So, wir gucken einfach mal durch. Ich habe auch vor, jetzt zumindest hier die erste Folge mal komplett so, also nicht komplett wahrscheinlich, aber weitestgehend als One-Taker aufzunehmen. Einfach so die ersten Eindrücke gut einfangen zu können. Spider-Tattoo gefällt mir, aber wir klicken uns nochmal durch. Ja, soll ich den nehmen? Leute, was meint ihr? Machen wir noch ein bisschen hier Dreck um Bauch, hier ein bisschen mehr muskulös. Fett. Nee, Fett soll er ja eigentlich nicht sein. Hier ein bisschen kleiner. So, Augäpfel, Mund. Hier Frisur, Bartwuchs. Ja, lassen wir den Bartwuchs. Was ist das hier? Oh Gott. Oh, das hat auch was Nices. Ja, lassen wir das hier so. Augen. Größe, Winkel, Tiefe, Breite. Hier, ich will ein bisschen was Fieseres. Jo, Mund, Oberlippe, Unterlippe, Lippe, Fülle, Höhe. Jo, gut, lassen wir den guten. Wir nennen den einfach mal hier obligatorisch Just Dex. Und bestätigen. Wir nehmen den jetzt einfach drauf geschissen. So, auch wenn der irgendwie Beine hat wie ein Pferd. Keine Ahnung, das sieht voll creepy aus. Scheiß drauf. Wir nehmen den jetzt, Leute. Wir gehen rein in die Spielwelt. Aber da kommt noch was. So, jetzt müssen wir hier erstmal hier irgendwelche Stages nehmen. Ich nehme mal irgendwas, was mittig gelegen ist. Nehmen wir einfach das hier. So, jetzt haben wir hier noch die Auswahl zwischen PvE, Grün, Gelb und Rot. Rot ist wahrscheinlich überfüllt oder so, keine Ahnung. Oder halt hier PvP. Ich würde anfangs erstmal hier PvE anfangen. Nur weil ich jetzt Angst habe, dass wir vielleicht hier irgendwie, ja, ich weiß nicht, da sonst Probleme kriegen würden. Wir können ja es so machen. Wir machen zwei Testfolgen. Die eine starte ich jetzt hier mal im PvE, um die Mechaniken ein bisschen zu verstehen und alles. Und die zweite Testfolge machen wir im PvP und dann starten wir wahrscheinlich das richtige Let's Play.
Aber wie gesagt, ich bin da immer sehr schwammig. Das kann sich alles noch so nachträglich ändern. So, wir haben hier verschiedene Geburtsorte. Das Verbotene, hier kann man es leider nicht nachlesen. Neutrales Lager oder sowas. Nördliche Berge, Schwemmlandebene, Schwemmebene. Ja, ich habe schon beim Reinschauen. Ah, was ist das hier? Schatzkarte, Hochburg, Rohstoffe. Gibt es da einen Unterschied? Nee. Ah, ihr seht durch mich nichts. Wartet mal, Leute. Das hier meinte ich. Das hier neben mir. Das habe ich gerade vorgelesen, nur dass ihr Bescheid wisst. So. Also, ihr habt gesehen, wir sind sehr interaktiv hier auf dieser Map. Und ja. Facecam richte ich noch ein, wenn wir wissen, wie das ganze Menü aufgebaut ist und so. Ich würde sagen, wir spawnen einfach mal im Wald, oder? So, okay, was haben wir? Befriedung 1, Anfänger 1. Es wird für Anfänger empfohlen. Anfänger können zu Beginn eine bessere Erfahrung machen und sich schneller an das Spiel gewöhnen. Spieler kann auf der Stelle wiederbelebt werden. In Klammern, im normalen Modus nicht verfügbar. Wollen wir das mal versuchen? Empfohlener Ausbilder. Ja, komm, für die erste Folge. Wir wollen uns hier reinfuchsen. Ich habe noch gar keinen Plan von dem Spiel und ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen machen wir das mal einfach mal hier ganz gechillt. Handlung fehlgeschlagen. Wähle deinen Betriebsmodus. Ja, geil. Klick auf die Schaltfläche unten, um deinen bevorzugten Betriebsmodus zu wählen. Du kannst ihn unter Systemeinstellung Steuerung ändern. Okay. Angriff aus 8 Richtungen zum Blocken linke Taste drücken. Ja, lass die linke Taste los, um anzugreifen. Hä? Zum Blocken rechte Taste, Angriff aus 4 Richtungen zu zielen. Linke Taste halt. Okay. Jetzt können wir den empfohlenen. Keine Ahnung, was da jetzt besser sein soll. Also, hier der Nahkampfmodus hört sich soweit von der Tastenbelegung her vertraut an. Ja, bis hier auf hier oben. Angriff aus 4 Richtungen zum Zielen linke Taste halten. Das hier Angriff aus 8 Richtungen zum Blocken linke Taste halten. Lass die linke Taste los, um anzugreifen. Das, keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal den empfohlenen. Scheiß drauf. So. Oh, wir haben dieses Motion Blur oder wie das heißt. Hauptmenü, Emote, hier Einstellung. Das, dieses Motion Blur muss unbedingt weg. Anzeige, Auflösung, Bewegungsunschärfe. Hier, schließen. Real Talk, Leute. Wer von euch spielt mit diesem Motion Blur oder Bewegungsunschärfe? Das ist doch das beschissenste Feature, das jemals eingesetzt wurde. Jetzt mal ehrlich, oder? Okay. Ja, das ist schon etwas besser. Ja, Grafikeinstellung müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Du kannst Expertise entsprechend der blinkenden Schaltfläche wählen. So, was ist das hier? Fertigkeit auswählen. So, das hier sind unsere Standardsachen, die wir herstellen können. Strohseil, ja gut, kennt man aus Ark Atlas hier, Axt und so. Ist das Steinhammer? Ein Hammer, hergestellt aus einem großen Stein. Du kannst ihn dazu verwenden, große Felsblöcke zu zerschlagen. Ah, okay. Okay, Fertigkeiten werden wir wahrscheinlich noch keine haben. Körperbau, Kung-Fu-Experte. Der Verursachtschaden mit bloßen Fäusten hängt von der Körperbaufähigkeit ab jede Stufe. Ja gut, haben wir nicht, oder? EP erhöhen, Fertigkeitspunkte. Bestätigen, nee. Ja gut, müssen wir wahrscheinlich erstmal spielen, bevor wir da was machen können. So, aber wir können direkt hier schon mal anfangen zu sammeln. Oh, so viele Details. Leute, ich stelle gerade fest, meine Facecam
Liegt auf dem Ingame-Chat. Aber da die meisten hier eh in Chinesisch schreiben, so wie es aussieht, ist das uns jetzt erstmal scheißegal. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal die Facecam da, wo sie ist. So, drücke L, um das Quest-Detail anzusehen. So, Gras sammeln, Hauptquest, Mission nach Verfolgung anzeigen. Wähle eine Fertigkeit aus, die du als deine Expertise möchtest. Sammeln Grasstufe, okay. Dann sammeln wir halt mal Gras. Was ist das hier? Gras, ah ja, okay. Also die Pflanze jetzt hier sieht nicht unbedingt aus wie Gras, aber okay, wir nehmen es einfach mal. Heuschrecke. Zweig, Wildblume, Schutt. Schutt und Asche. Jawohl. Stufe des... Wer soll das jetzt lesen? Oder gelesen haben? Okay, also wir machen im Prinzip alles mit der linken... Ah! Okay, das Kampfsystem gefällt mir soweit. Auf den ersten Blick erstmal ganz gut. Ich weiß nicht, wer es von euch gespielt hat oder vielleicht meine Let's Plays dazu gesehen hat, aber Last Oasis hatte auch so ein Kampfsystem, dass man halt wirklich hier beim Schlagen auch so die Richtung, dass die relevant war, wie man schlägt, um den Block des Gegners zu durchbrechen. Finde ich ganz nice. So, haben wir jetzt eigentlich... So, L war das, gell? So, drücke E vor einem Busch, um Gras zu sammeln. Angriffsziel, sammle Gras. Belohnung. Okay. Sammeln Gras. Ja, aber wie viel? Das ist jetzt die Frage. Steht das irgendwo? Gras sammeln. Wähle die Fertigkeit. Interface ausblenden. J. Okay. So, Utensilien. Ah, hier, Fertigkeit auswählen. Zweihändig Schild. Hier, Agilität. Körperbau, Jagd. Oh, das ist so ein Punkt, da muss man sich echt hier reinfuchsen. Das scheint ja, also die Charakterentwicklung scheint relativ komplex zu sein. Finde ich aber auch gut. Muss ich ehrlich sagen, ist aber jetzt ein Ding, was ich jetzt hier in so einer Folge bzw. Let's Play oder angezockt, was auch immer es wird, nicht unbedingt machen würde. Ich würde mich da privat offscreen mal ein bisschen reinfuchsen, weil... Ja, ich brauche da immer eine Zeit lang dafür. So. Herstellungsanleitung. Machen wir das mal. Freischalten des Rezepts bestätigt. So, okay. Also wir haben das Lagerfeuer jetzt erlernt. Wie können wir das jetzt herstellen? Okay, wir brauchen Strohseil 5, Zweige, Schutt. Was brauchen wir denn dafür? Strohseil, Zweig und Schutt. Haben wir alles? Wir brauchen eigentlich nur Strohseil. Ah, wie oft haben wir das jetzt hier? Woran sehe ich, wie oft ich das jetzt hier herstellen, mehr herstellen? Okay, kriege ich das da unten angezeigt? Guck mal ganz kurz. Ah, jetzt steht hier eine 4. Okay, sehr gut. Habe ich das auch gestaltet? So, wir machen uns Werkzeug. Kann ich das? Irgendwas fehlt mir doch jetzt hier für Werkzeug schon wieder. Schutt. Dafür auch Schutt. Dafür können wir uns eine Fackel bauen. So, dann sammeln wir einfach mal weiter. So, Grashalm sammeln. Okay, drücke X, um Belohnung abzuholen. Levelaufstieg. Juhu, wir haben ein Level-Up.
Ein Strohseil herstellen. Das habe ich doch verdammt nochmal jetzt 5-6 Mal gemacht. Muss ich also echt nochmal machen. Also wähle eine Fertigkeit aus, die du als deine Expertise möchtest. Wähle eine Fertigkeitskunde aus Stufe. Okay. Ja, was nehme ich als Expertise? Das ist jetzt eine gute Frage. Charisma, Weisheit, Körperbau, Agilität. Ich bin eigentlich mehr so ein Fan von Stärke. Einhändig, zweihändig. Einhandschwertexpertise. Streitachsangriffe haben eine Chance von 30% leichte Blutung zu verursachen. Hier, Rüstung, schwere Rüstung, Begabung. Verringert den Tempoverlust durch schwere Rüstung um 15%. Voraussetzung zum Freischalten Stufe 5. Okay, hier Stufe 10. Stufe 10, ja. Agilität, Stufe 10. Stufe 5, können wir auch noch nicht. Ja. EP erhöhen. Okay, Herstellungsanleitung, Utensilien. Das hatte ich ja. Kochstation. Weben. Werkzeugeinführung. Werkzeugkunde. Was haben wir hier? Waffen. Seltene Stangenwaffen. Benötigtes Level 3. Nicht erlernt. Steinarmbrust. Ich würde erstmal hier die Stangenaxt. Stangenwaffen nehmen. Kann ich das auch? Oh, nice! Kommandantenschild. Kann ich das auch? Juhu! Aber woran sehe ich, was ich jetzt... Was ist das hier? Anleitungspunkte. Das Erlernen von Anleitungen verbraucht Anleitungspunkte. Du bekommst zwar mit jedem Stufenaufstieg eine gewisse Menge an Punkten, aber überlege dir trotzdem gut, wie du sie verwendest. Ist das hier? Warum wird mir da jetzt keine Info gezeigt? Ihr seid doch mal geil. So, was haben wir hier? Rüstung. Große Schutzausrüstung aus Holz. Können wir auch lernen? Rezept freischalten? Ja, sehr gut. Nice. Okay, das sind wohl die Standarddinger, die wir machen müssen. Okay, haben wir immer noch das Problem mit der Expertise? Achso, wir sollten ein Strohseil herstellen. Was ist das hier? Kröte. Beschreibung. Die Giftdrüse der Kröte kann als Medizin oder Gift verwendet werden. Okay. Minderwertiges Mehl. Beschreibung. Eine wichtige Nutzpflanze für die Kleiderherstellung. Gewonnen durch Bepflanzung. Kann auch beim Sammeln von wildem Gras gefangen werden. Nee, darauf gehen wir jetzt nicht ein. So, dann bauen wir ja immer ein Strohseil, dann ist ja auch die Quest erledigt. nee, ist es doch nicht, so wie es aussieht. Okay, wir fahren einfach mal, wie blöde, was hier gerade so geht. Juhu, Level 4. Hocken, stehen. Automatisch bewegen brauchen wir nicht. Raus. Hier läuft doch irgendwas. Hört ihr das? Da ist eine Anzeige. Was ist das hier? 11? Ein Pferd! Pferde sind hier scheinbar ganz wichtig. Gerade zum Zähmen und alles. Aber dazu irgendwann mehr. Wir werden uns da reinfuchsen. Keine Angst, Leute. Aber das mit dem Strohseil, das triggert mich. Warum? Wie viele muss ich herstellen, damit das hier funzt? Das heißt ja Heuschrecke. Gras. Wir haben... Ah, okay. Axt haben wir schon mal. Brauchen wir nur noch den Stein, haben wir mit Schutt. Okay,
Drücke X. Sammle Stein und Holz. Sehr schön. Dann fahren wir mal ganz schnell weiter. So ein bisschen Schutt müssen wir noch zusammenkriegen. Dann kann ich mir auch das andere Werkzeug noch bauen. Oh, das ging schnell. Wildblume 2, Heuschrecke. Naja, Schutt wäre jetzt halt ganz nice. Da, oder? Schutt, jawohl. Dieses kleine Steinchen auf dem Boden. So, dann machen wir. Wir haben die Axt, dann hier den Steinhammer, hier eine Fackel, können wir bestimmt auch gut gebrauchen. So, oh, das dauert aber schon ein bisschen. Geht nicht so schnell dafür, dass es Standardwerkzeug ist. So, aber haben wir jetzt. Sehr schön. So, wir warten noch kurz auf die Fackel. Über 10 Sekunden. Krass. Und 2, 1, 0. Sehr schön. So, die packe ich einfach mal auch auf die 0. So, dann muss ich jetzt hier das hier wohl verwenden. Okay, also ich muss für jeden Schlag hier auch drücken. Rinde 2, Hartholz, jawohl, wir haben Hartholz. So, okay, nice. Dann versuchen wir es hier mal mit dem Stein. Die sind halt auch ganz schön langsam. Okay, cool. Wir haben diese Quest auch bestanden. Level 6. Hier. Was? Steinaxt herstellen und benutzen. Stelle einen Steinhammer her und setze ihn ein. Habe ich, ja. Sehr gut. Stelle einen Steinhammer her und setze ihn ein. Habe ich gemacht. So, okay, nice. So, Lagerfeuer machen. Hier, Lagerfeuer. Wir haben alles Nötige beisammen. Was ist das hier? Steinwurf? Holzhake? Holz... Was? Holzbrett? Das ist so ein Speer. Ich mach das einfach mal, wie ich es immer mache. Werkzeuge auf die 5 und 6. So, Holzschild, Holzrüstung. Wir machen einfach mal hier uns... Was brauche ich hier? Strohseile. Mach ich mal ganz viele von. Okay, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wir machen doch einen kurzen Cut rein. Da sind wir auch schon wieder. Und ich würde mir hier direkt mal einen Helm... Na, ah, jetzt fehlt uns das, der Stuff. Okay, der Helm kann von mir aus durchcraften. Wir... Wo habe ich denn das jetzt? Hier, auf der 6. Okay, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren. So, denn ich würde als allererstes mir ganz gern halt die Rüstung kaufen. Oder herstellen. So, mal gucken, ob wir es jetzt können. Sehr gut. Ah, der Helm ist durch. Dann machen wir jetzt noch hier die Beinschiene. So, wir rüsten aus. Wir rüsten aus. Oh, 30 Sekunden für so eine Beinschiene. Krass. Ja, ich weiß nicht. Beschreibung. Die früheste Waffe der Menschheit. Man muss nur ein Ende eines Holzstabs schärfen. Ja, also wenn wir uns einen Bogen craften können, würde ich mir als erstes einen Bogen lieber herstellen. Seil haben wir genug.
Aber nicht für Pfeil. Okay. Also müssen wir im Prinzip noch sehr viel mehr Strohpfeil, das da herstellen. Was können wir denn? 18. Ja, machen wir einfach alles komplett. So, dann heißt es weiter farmen. Weiter die linke Maustasche. Tasche smashen. Was war das? Wow! Ah, ein anderer Spieler. Habe ich mich erschreckt gerade. Alter. Leute. Wenn man sich hier so einsam und verlassen vorkommt und dann auf einmal irgendeiner hinter einem herrennt. So, super nice. Aber, ja, der Chat ist immer noch sehr asiatisch angehaucht. Noch leider keine Deutschen. Aber mal gucken. Also, wie gesagt, wir testen das Ganze jetzt nur an. Und so richtig loslegen. Da suchen wir jetzt nochmal einen anderen Server und so. Vielleicht gibt es zu dem Zeitpunkt auch schon irgendeinen coolen deutschen Server oder sowas. Ich habe jetzt nichts. Also, ich habe jetzt kein. Was? Rezepte? Irgendwas habe ich freigeschaltet. Ich habe jetzt kein Problem hier auch mit ausländischen Spielern zu spielen. Aber mit Deutschen ist es halt immer ein Ticken geiler, weil man auch kommunizieren kann und so. So, und. Also, Rüstung. Das hier ziehen wir an. Cool, dann haben wir unsere erste Rüstung zusammen. So, das machen wir einmal und hier mehr herstellen. Was können wir denn? Wir können 15, sehr gut. Das wird aber auch seine Zeit dauern. Aber in der Zeit... Warte mal, können wir das mal mit E? Jawohl. In der Zeit können wir das hier machen. So, Gebäudehaltbarkeit. Das ist jetzt Just X. Rate natürlicher Einsturz 4% pro Stunde. Gebietsbanner kann den Einsturz verhindern. Okay. Hier wahrscheinlich das hier, oder? Zweige. Kann ich auch Holzstämme reinmachen? Kann ich. Die brennen wahrscheinlich länger. Anwerbezeit 25. 9 von 20. Okay. Anwerbezeit. So, auf jeden Fall haben wir unser brennendes Lagerfeuer schon am Start. Röste Heuschrecken. Jawohl, das kann ich. Berühmte Krieger, Baumaterial. Herstellungsquest. Hier gekochte Heuschrecken. Was unzureichende Material bitte prüfen im Deckplatz. Okay. Da muss ich mal kurz gucken. So, es tut mir leid, aber einen kurzen Cut mussten wir noch reinhauen. In der Zeit ist natürlich mein Feuer hier im Lagerfeuer abgebrannt. Irgendein anderer Dude hat hier auch sein Feuer platziert. Direkt neben mir. So. Wir gehen nochmal schnell Holz hacken. Damit wir auch die Heuschrecken hier vernünftig rösten können. So, ich weiß ja nicht, ob die Zweige hier das sinnvolle Material sind. Oder ob man besser... Kann ich den auch abbauen? Hartholz? Ja, oder ob man besser diese Holzstämme nehmen sollte. Ich denke mal, die brennen aber länger als die Zweige. So, das war's. Okay, machen wir einfach mal den Hartholz hier rein. So, auslösen. Es brennt. So, Heuschrecke. Ich pack's einfach mal hier rein. Gegenstände übertragen, sortieren. Jetzt müssten die ja eigentlich durchcraften, oder? Ist das hier? Ne, da kann ich es nicht reinmachen. Her. Ah, okay. Stellen wir einfach alle her. Wir brauchen ja eh Nahrung. So. Einen haben wir. Wunderschön. Röste Heuschrecken auf dem Lager. Nimm aufgespießte Heuschrecken zu dir, um den Hunger zu stillen. Okay. So, benutzen. Aber es passiert nichts. Was drücke ich? Ja, Expertise, ja, das weiß ich. So.
Lagerfeuer machen, ja. Das habe ich schon ein Verzehr gibt. Lege einen Ast oder Gras in den Brennschlitz des Feuers. Stufe. Nimm aufgespießte Heuschrecken zu dir, um den Hunger zu stillen. Habe ich doch gemacht. Oder muss ich da jetzt echt noch mehr? So, hier, das sind die gekochten Heuschrecken. Das Feuer mache ich zu. Hier die Asche, ja, kennt man. Dass man die braucht. Was ist das hier? Rinde. Warum geht die Rinde mit runter? So, okay, nice. Stell eine einfache Waffe her. Habe ich doch schon. Mann. So, gut. Machen wir das hier. So, übrigens, den kann ich ja auch ausrüsten. Wäre schon clever. Wie lange? Nur 5 Sekunden. Oh, wir können sogar Malaria bekommen. Das ist interessant. So, den stellten wir dahin. So, super. Stell eine einfache Waffe her. Haben wir gemacht. Stell eine einfache Erstellungs... Was? Brett? Wie viele muss ich da jetzt herstellen? Muss ich da mehr als eine machen? Was fehlt uns noch? Schutt! Wir brauchen Bauschutt. So, gut, dann suchen wir mal schnell einen Stein hier zusammen. Irgendwo. Oh! Da liegt ein Tier. Testen wir gleich mal unseren Bogen. Hier so ein Headshot. Okay, das Zielen ist gewöhnungsbedürftig. Alter, ging der daneben. Na gut, jetzt fehlt uns halt die Waffe. Können wir uns anschleichen eventuell? Ach Mist! Okay, ja gut, wir sind frontal auf den zugelaufen. Was haben wir denn da? Sind das Eichhörnchen? Kriegen wir da was? Ja. Verdammt! Fuchs! Oh no, sie greifen an! Aggressive Füchse! Shit! Kommt, sterbt, sterbt, sterbt. Jawohl, wir haben 3 Füchse erledigt. So, verschwindet. Was brauche ich denn jetzt hier? Bestimmt die Axt, oder? Wie mache ich das? Knochen, rohes Fleisch. Sehr gut. Tierhaut. Oh, nice, Leute. So, dann holen wir uns noch hier ein bisschen Steinschutt. So, müsste eigentlich auch reichen. So, eine können wir. Ich hoffe, das ist jetzt auch okay so. Okay. Also wir haben eine neue Stufe erreicht, aber irgendwie scheinbar immer noch nicht die Quest abgeschlossen. Was brauchen wir denn noch? Noch mehr Schutt und noch mehr Zweige.
Na gut, wir bauen jetzt den Klotz hier noch ganz schnell ab, komplett. Dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Schutt fürs Erste. Habe ich eigentlich die Gewichtsanzeige? Sehe ich, wann ich irgendwann überladen bin? Bestimmt haben wir sowas. Ich habe keine Ahnung, wo ich das sehen kann. So, was haben wir hier noch? Krass. Minderwertiges Sojasamengut. Alter! Krass, okay, wir können pfeifen. Wir sind die größte Pfeife hier im Land. So, was ist das hier? Holzhake. Eine einfache Waffe, die effektiv gegen Tiere in der Schlacht aber zu schwach ist. Machen wir die hier einmal davon hier. Ja, da müssten wir es eigentlich haben, oder? Diese Quest. Den Fuchs bauen wir noch schnell ab. Okay, nice. Da ist noch einer. Okay, dieses Wechseln, das ist noch ein bisschen träge. Alter, wie der schreit. Okay, hiermit kann ich nichts abbauen. Herstellen Steinwurf Stufe 1. Ist das das jetzt oder was? Wurfwaffe für den Anfänger. Muss ich jetzt das die ganze Zeit craften? Wollt ihr mich... Okay, ich muss offen gestehen, ich kapiere gerade nicht, was jetzt hier der Sinn ist. Herstellungsanleitung. Dann lernen wir das hier. Utensilien hatten wir ja. Hier Stoffkleidung, Werkzeug, Schmiede. Geht nicht. Halt, hier hatte ich doch was. Zerstörtes Gebäude, einfache Hochburg, Holzfundament. Okay, Wundmedizin, große Packung. Schalten wir auch mal frei. Hier hatte ich ja noch mehr stützende Strukturen. Ah, habe ich da unten diese... Ah, ich habe hier diese Fähigkeitspunkte. Ah, ihr seht es gerade wieder nicht. Wartet kurz. Hier, diese 27. Das hier. Dafür brauche ich quasi die... Könntest du mal kurz gucken. So, das sind die Punkte, die ich verbrauche. Dafür. So, jetzt schnell die Kamera wieder richtig schieben. So. Und wie kann ich das hier freischalten? Stufe 10. Habe ich nicht schon die Stufe 10? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich verstehe gerade eh nicht so ganz genau, was ich jetzt hier... L, Quest Details. Machen wir es einfach so. Öffne und stelle einen Speer- und Wurfstein her. Habe ich doch gerade gemacht. Herstellen Steinwurf. Muss ich noch einen machen? Oh, jetzt haben wir aber viel freigeschaltet. Ja, machen wir halt ein paar Steine. Scheiß drauf. So, ich will nur diese Quest jetzt hier zu Ende bekommen. So, wir haben noch einen. Aber es tut sich nicht. Wie viele Steine soll ich denn da machen? Steht halt auch nicht dabei.
Wähle eine Fertigkeit aus, die du als... Okay. Also Stein muss ich immer noch machen. So, dann muss ich den einfach nur ausrüsten. Nö, okay. Dann will das Spiel nicht. Also entweder müssen wir jetzt noch 100 weitere Steine craften oder der erste Bug hat sich eingeschlichen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es jetzt ein Bug ist, aber könnte auch ganz gut möglich sein. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, so für jetzt hier das erste Mal so reinschnuppern und alles und die Mechaniken kennenzulernen, reicht's für die Folge. Ich werde mich offscreen, wie gesagt, noch ein bisschen reinarbeiten und dann entweder in der nächsten Folge starten wir direkt ins eigentliche Gameplay durch oder wir gucken halt, dass wir uns nochmal so ein bisschen weiter reinfuchsen in das Spiel. Für den einen oder anderen, den es interessieren dürfte. Ihr könnt es mir unten in die Kommentare schreiben. Wollt ihr jetzt hier, dass ich mit euch das zusammen rausfinde, wie hier alles funktioniert? Oder wollen wir direkt ins Game einsteigen und hier das reguläre Let's Play starten? Schreibt es mir unten rein. Wäre cool. Wäre auch super, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen könnt. Oder noch besser ein Abo, wenn ihr da alles hier nicht mehr, das alles hier nicht mehr verpassen wollt. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Just thanks und tschüss.